Dieses Video zeigt das Tapezieren einer Textiltapete am Beispiel eines Tapetenbildes. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten wird das Tapezieren von ganzen Wänden üblicherweise vom Profi übernommen. Den Tapetenrahmen haben wir bereits fertiggestellt. Zudem ist der Untergrund tragfähig und absolut eben. Beste Voraussetzungen also, um mit dem Tapezieren anzufangen. Wir beginnen damit, Tapetenkleister anzurühren. Da die Tapete schwerer als gewöhnliche Papier- oder Fließtapeten ist, greifen wir zum Spezialkleber. Dieser weist eine besonders hohe Anfangshaftung auf. Und nicht vergessen, kaltes Wasser 2 Minuten einrühren und 15 Minuten quellen lassen. Dann decken wir den Tisch mit sauberem Papier ab, denn abwaschbar ist diese Tapete nicht. Ein Fleck und die Tapete ist hin. Die Maße der Rahmen sind 130 x 90 cm. Zu beachten ist, dass es bei dieser Tapetenart ein definiertes Oben und Unten gibt. Die Spitzen des Musters müssen daher immer nach oben zeigen. Nun ist ein gutes Auge gefragt und wir suchen ein möglichst vollständiges Muster, das uns gefällt. Einmal gefunden, längen wir die Tapete mit einer Schiene und einem Cutter ab. Als Überstand berechnen wir in diesem Fall lediglich 3 cm. Das Tapetenstück für das zweite Bild finden wir aber am anderen Ende der Rolle, denn der Verschnitt am diesseitigen Ende wäre für unseren Geschmack zu groß. Perfekt! Jetzt rühren wir den Kleister nochmal gut auf. Dann kann es auch schon losgehen. Nahe der Stuckleisten tragen wir den Kleister vorsichtig mit einem breiten Lasurpinsel auf. Die Mitte des Bilderrahmens bestreichen wir mit einer Kleisterbürste. Wir achten darauf, nicht zu viel Kleister aufzutragen. Denn quillt Kleister am Rand hervor, ist die Tapete mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Ist der Kleister aufgetragen, holen wir die Tapete und legen diese vorsichtig am oberen Ende in den Bilderrahmen. Jetzt richten wir die Tapete seitlich und unten ein. Das bedeutet zupfen, streichen und ziehen, denn es soll ja perfekt werden. Zum Glätten der Tapete hilft uns die Tapetenbürste, aber auch die Moosgummirolle. Ist die Tapete zu allen Seiten hin ausgestrichen, müssen wir jetzt nur mehr den Überstand abschneiden. Dazu drücken wir die Tapete mit dem Tapezierspachtel fest in den Rahmen hinein und erzeugen so einen Knick in der Tapete. Entlang dieses Knicks schneiden wir die Tapete mit dem Cutter vorsichtig ab. Auch auf der Seite gibt es einen kleinen Überstand, um den wir uns vorsichtig kümmern. Geschafft! Das Tapezieren des zweiten Bildes erfolgt ganz analog zum ersten. Dann ist es vollbracht und die Tapetenbilder strahlen von der Wand. Da kommt Freude auf. Dybook abonnieren.